Moin, liebe HSV-Fans und herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen HSV-Check. Mein Name ist Stefan Walter und ich begrüße live im Volkspark vor traumhafter Kulisse meinen Kollegen Henrik Jacobs. Moin Henrik. Ja, moin Stefan, tatsächlich wunderschöne Kulisse hier. Ein bisschen kalt, aber das macht bei diesem Panorama überhaupt nichts aus. Da kann man glatt neidisch werden. Trotzdem wollen wir nicht lange schnacken und kommen direkt zu unserer ersten Kategorie. Das Thema der Woche ist eigentlich das 0:6 der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien. Jetzt hat das allerdings nicht so viel mit dem HSV zu tun. Deswegen wollen wir aber trotzdem mal über die Nationalspieler des HSV sprechen. Und da gibt es eine kleine Überraschung, denn entgegen der Annahme, dass Klaus Jasula gegen Bochum ausfallen wird, weil er sich nämlich in Quarantäne begeben sollte, nachdem er für Albanien in einem Risikogebiet spielte, ist der Albaner nun doch spielberechtigt. Henrik, kannst du uns einmal aufklären, wie das jetzt zustande gekommen ist? Hat mich auch überrascht, als ich das heute Morgen bei den Kollegen in der Bild gelesen habe. Das war so auch nicht gedacht. Der HSV war in der Kommunikation mit dem Gesundheitsamt Altona. Das ist ja das Gesundheitsamt Altona, das ist ja zuständig für die HSV-Spieler. Und ja, in dieser Absprache hat man dann entschieden oder hat das Gesundheitsamt entschieden, dass er durch zwei negative Corona-Tests jetzt wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen konnte. Das ist jetzt, man kann sagen, ein Einzelfall, ohne dass der HSV da jetzt eine große Sondergenehmigung beantragt hat. Aber dadurch, dass es auch diesen engen Testbetrieb hier gibt und ja, die häufige Testung, hat dann das Gesundheitsamt entschieden, dass er jetzt wieder dabei sein kann. Und entsprechend wird er ja auch nochmal ganz normal getestet vor dem Spiel, so wie alle anderen auch. Und von daher war wohl das Risiko jetzt nicht gegeben, obwohl er ja aus einem Risikogebiet gekommen ist, dass, ja, dass da jetzt mögliche Ansteckungsgefahren bestehen. Er hat ja, wie gesagt, auch den negativen Test und von daher die Entscheidung, dass er jetzt auch wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Nicht nur der Corona-Test von Klaus Jasula stand in dieser Woche im Fokus, sondern auch der oder die von Joscha Wagnermann. Der erste ist zunächst positiv ausgefallen. Henrik, kannst du einmal auflösen, wie da der aktuelle Stand ist? Ist er spielberechtigt gegen Bochum? Ja, ist da. Das war auch ehrlich gesagt nur ein Fehler bei dem Schnelltest. Also der HSV hat ja die Möglichkeit, mit diesen neuen Methoden diese Schnelltests durchzuführen, wo dann innerhalb von einer Stunde schon ein Ergebnis da ist. Das machen die Vereine teilweise ja schon auch noch vor den Spielen. Also gegen Würzburg hat dann ja der HSV auch dieses Mittel genutzt, um da nochmal auf Nummer sicher zu gehen, was die Würzburger Spiele angeht. Joscha Wagnermann, da hatte diesen Test gemacht, hatte aber auch gleichzeitig noch den Test gemacht, der ins Labor ging und da kam dann der negative Test bei rum. Der Schnelltest ist angeschlagen, also da war er positiv. Also es ist tatsächlich so, dass es ja offenbar da immer wieder auch Probleme gibt und keine wirkliche hundertprozentige Sicherheit. Deswegen gibt es ja auch diese vielen Tests in der Bundesliga und beim HSV insbesondere. Von daher ja, war dann das nächste Ergebnis durch, was aus dem Labor kam, negativ. Und auch der Test darauf war auch negativ. Von daher konnte Joscha Wagnermann auch direkt wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen. Also aufatmen bei Wagnermann. Er ist ja einer von drei deutschen U21-Nationalspieler hier beim HSV. Die waren jetzt alle drei unterwegs auf Länderspielreise unter der Woche. Kannst du einmal sagen, mit welcher Fitness sie zurückgekommen sind? Manuel Winsheimer war ja heute zum Beispiel gar nicht im Training dabei, oder? Genau, hat uns auch überrascht. Wir haben ihn gesucht und haben ihn nicht gefunden. Daniel Thun sagte uns eben kurz nach dem Training, dass sie gerade zu Ende gegangen ist, dass sie ihn nur ein bisschen gesteuert haben. Also er ist heute drinnen geblieben, hat drinnen trainiert, obwohl er gerne draußen mittrainieren wollte. Hat auch gestern ja schon mit der Mannschaft trainiert. Von daher ist er in einem guten Fitnesszustand. Hat ja auch nur eine Halbzeit gespielt bei der U21 im ersten Spiel und dann nochmal 20 Minuten im zweiten Spiel. Stefan Ambrosius hat nur eine Halbzeit insgesamt gespielt und Joscha Wagnermann genauso. Von daher, die sind jetzt alle nicht groß belastet worden. Trotzdem will man sie ein bisschen steuern durch die Reisen und durch die Trainingseinheiten bei der U21-Auswahl. Sind aber alle insgesamt in einem guten körperlichen Zustand und ja, sind auch alle drei eine Option für die Startelf am Sonntag gegen Bochum. Damit haben wir genug über die Nationalspieler des HSV geredet und machen weiter mit unserer nächsten Kategorie. Die Frage der Woche kommt diesmal von unserem Twitter-User Marco Hinz. Und Marco möchte gerne wissen, ob Amici denn überhaupt noch eine Rolle beim HSV spielen wird. Henrik, was denkst du?
Ja, die Frage kommt natürlich immer wieder, weil Xavi Amici natürlich auch mit einer gewissen Erwartungshaltung zum HSV gekommen ist. Es gab einen gewissen Hype, als er kam, dadurch, dass dann auch es Berichte gab, dass ihn angeblich Bayern München wollte, dass ihn andere große Vereine wollten. Dadurch ist hier eine Erwartungshaltung entstanden, die ihm mit Sicherheit nicht gut getan hat. Und trotzdem bleibt ja immer noch irgendwie diese Frage, ja, wann spielt er denn endlich mal? Das, was ich von ihm im Training sehe und auch in den Testspielen sehe, hat mich bislang nicht überzeugt. Er wirkt immer so ein bisschen gehemmt. Man hat so das Gefühl, er will es jetzt irgendwie allen zeigen, aber wirkt überhaupt nicht frei. Und ich denke, das hat ja auch der HSV erkannt und wird jetzt versuchen, im Winter da eine Lösung zu finden. Das sollte ja vor einem Jahr schon mal passieren. Da ist das Leihgeschäft dann kurzfristig geplatzt. Und Michael Mutzel wird da versuchen, Xavi Amici auszuleihen zu einem Verein, wo er dann wirklich auch viel spielen kann, denn das ist das, was er jetzt braucht. Und dass er dann irgendwann ja als besserer Spieler wieder zum HSV zurückkommt oder sich halt woanders so gut entwickelt, dass vielleicht da dann auch eine Nachfrage da ist, dass man dann irgendwann auch das Geld wieder bekommt, was man für ihn ausgegeben hat, die 2,5 Millionen. Ich denke, dass er hier beim HSV aktuell auch unter Daniel Thun keine große Rolle spielt und sehe da jetzt auch nicht, ja, die Chance, dass er das zeitnah hier tun wird. Von daher gehe ich davon aus, dass der HSV ihn im Winter verleihen wird. Also wir sind gespannt, wohin die Reise von Amici zumindest erstmal für ein halbes Jahr im Winter gehen wird und knüpfen an mit unserer nächsten Kategorie. Wir werfen einen Blick aufs Wochenende, an dem der HSV am Sonntag den VfL Bochum empfängt. Ja, mit einem Sieg könnte man schon 9 Punkte vor den Bochumern liegen, die ja vor der Saison auch als direkte Aufstiegsrivale gehandelt wurden und aktuell ja auch nur einen Punkt hinter dem Relegationsplatz stehen. Henrik, mit welcher Aufstellung denkst du denn, wird Daniel Thun dieses Unterfangen angehen? Sehr gute und sehr schwierige Frage. Also ich habe mich hier auch mit meinen Kollegen der anderen Medien hier eben am Trainingsplatz unterhalten, wen die dann so aufstellen in ihrer Startelf, die sie dann am Sonnabend in den Zeitungen auch drucken. Ja, es gab viele verschiedene Varianten. Ich denke, es wird vor allem die Frage sein, mal wieder, wo spielt Moritz Heier? Stellt Daniel Thun, der ihn ja immer aufstellt, wieder hinten in die Viererkette oder ins defensive Mittelfeld? Ich könnte mir vorstellen, dass er Toni Leistner spielen lässt, weil er es in Kiel gut gemacht hat und daneben mit Moritz Heier spielt, um da vielleicht auch einen guten Spieleröffner zu haben. Und dass Stefan Ambrosius vielleicht mal eine Pause bekommt, war jetzt ja auch viel unterwegs. Weil Toni Leistner und Stefan Ambrosius zwei sehr ähnliche Spielertypen sind, die beide richtig stark im Zweikampf sind, am Ball aber sicherlich auch ihre Schwächen haben. Da hat Moritz Heier deutliche Vorteile. Von daher denke ich, wird es wieder die Viererkette sein, wie in Kiel mit Ambrosius und Heier hinten. Und kann mir vorstellen, dass Aaron Hunt wieder ins zentrale Mittelfeld aufstellt, vielleicht an die Seite von Onana. Und davor Jeremy Duziak auf der Zehnerposition. Genau, da vorne ist klar Simon Terodde und dann mit zwei Außenspielern. So würde ich aufstellen, aber wie gesagt, bei Daniel Thun weiß man nie und wird auf jeden Fall wieder spannend sein, wer dann am Sonntag dann eine Stunde vorm Spiel auf dem Spielberichtsbogen steht. Also alles steht und fällt ein bisschen mit der Position von Haier. Wir sind wie immer gespannt, wie Daniel Thun uns alle dann auch überraschen will am Sonntag. Und Henrik, wenn ich mir deinen Hintergrund angucke, der sieht mittlerweile etwas dunkler aus als noch zu Beginn. Deswegen würde ich sagen, wir sind am Ende. Jo, ich verabschiede mich hier aus dem Sonnenuntergang im Volkspark.